Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman 2 The Great Escape. Das Vorschaubild sah ja schon interessant aus. Ja, wir sind heute hier in den Menhir-Hügeln. Vorsicht! Eine gehende Granate bewacht den Ort. Was? Ich habe gehört, dass es möglich sei, sie zu zähmen. Wild. Danke für den Tipp. Keine Ursache. Da ist es schon, die laufende Granate. Und was müssen wir machen? Wir müssen sie natürlich zähmen, das ist ja klar. Bevor wir das aber machen, will ich mir hier noch ein bisschen umschauen. Denn es gibt ja nämlich noch das ein oder andere kleine Secret für uns. Und das würde ich natürlich gerne mitnehmen. Na, ihr kennt mich. Ich versuche da immer alles mitzunehmen, was geht. Oh ja, zum Beispiel... Ja, das hier mit diesem kleinen Fallgitter. Das führt nämlich hier in eine kleine Höhle. Und in der Höhle gibt es einen Käfig. Den ersten von 8. Ja, aber wie gesagt, es gibt hier wirklich jede Menge Käfige. 8 Stück ist schon eine ganz schöne Ansage. Das ist auch die höchste Zahl. Ich glaube nicht, dass es ein... ich meine, ein Level mit 9 Käfigen dürfte es nicht geben. So, dann zählen wir doch mal die kleine Rakete. Die ist doch süß, oder? Die laufende Granate. Gehört aber zu den Piraten, ne? Wir haben hinten das Piratensymbol drauf und los geht's. Schneller Space und absteigen A. Okay, das habe ich jetzt schon mal getestet. Funktioniert. Ja, das war ein Fail. Und let's go. So, ich werde erstmal nicht schneller machen. Obwohl, ja, auf geht's hier. Feuer! Das scheint ziemlich cool, finde ich, diese Mechanik. Ja, okay. Puh. Bravo, du weißt, wie man auf der Granate reitet. Aber sie ist zu schnell. Was? Aber ist sie zu schnell, kannst du nicht absteigen. Ah, das ist wichtig zu wissen. Das ist sehr wichtig zu wissen. Denn es wird noch den einen, also mindestens eine Passage geben, die ich gerade im Kopf habe, die, sagen wir mal so, eher schwierig ist. Okay, hier wieder ein Schild von Klingenbart. Militärakademie. In diesem Bereich bitte absolut still sein. Die Kadetten müssen sich konzentrieren. Okay, ja, dann machen wir doch mal ein bisschen Party, oder? Oh, da sind schon die Kadetten. Wartet mal, ich muss mal die Kamera hier ein bisschen drehen. Da pennen sie, die beiden. Dann würde ich sagen, die müssen sich konzentrieren, ja, ist schon klar. Also dann zeige ich mal, wie ich mich konzentriere. Okay. 1, 2, 3, 4. Dün, 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 dün. Wir machen Party und ihr geht drauf. Ja, Mann, Rayman stimmt die Bude hier. Dun, 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 dun. Let's go. Stürmen wir die Piraten Militärsakademie. Noch einer. Na, schade. Rayman hat seine JBL-Box mitgenommen und jetzt geht's hier richtig zur Sache, nämlich. Weil Rayman ist schon so ein kleiner Partyfuchs, oder? Also es passt irgendwie zu ihm. Finde ich. Zack, 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 hat richtig Bock hier zu stürmen und Chaos zu machen. Okay. Ein weiterer neuer Bereich. Außerhalb der Akademie. Und hier gibt es schon die Pilze, die großen. Die Sprungpilze, auch eine coole Sache. Ich habe mich immer gefragt früher, ob man da oben reinkommt. Ich habe es nicht hinbekommen. Also ich glaube, es geht nicht, aber vielleicht geht's auch. Genau, hier ist noch ein Käfig, nämlich erstmal, den ich nicht kriege. Hallo. Hä? Aber Rayman möchte den Käfig nicht haben, habe ich das Gefühl, oder? Komm. Ja, jetzt. Reinballern da. Genau, ich habe früher auch mal lange probiert, nämlich ob man da hochkommt und es ging eben nicht. Deswegen war ich jetzt verwundert. Aber ja, dann war das wohl doch richtig. Schön zu wissen. So, hier erstmal noch ein kleiner Lum. Und dann geht's los. Und jetzt wird's schon richtig knifflig. Weil, oh, die Musik ist auch wieder so geil. Jetzt kommen nämlich schon die ersten fiesen Hindernisse.
Und hier ist schon der erste krasse kleine Parcours. Das ging ins Auge. Scheiße. Aber das ist echt so schwer. Auf ein neues. So, gehen wir ein bisschen Feuer hier. Zack, das Jagd ist viel zu langsam. So, jetzt nicht mal den anderen Weg. Vielleicht ist da noch ein Lumm. Ja, ist tatsächlich einer. Wie fies. Jetzt will ich den schwierigeren Weg nehmen, weil ich denke, dass da Lumms sind. Kriege ich nichts. Aber andersrum schon. Das ist ja echt gemein. Aua. Boah. Hast schon cool gemacht, ne? Auch wie das hier so sich lang schlängelt. Kacke, jetzt habe ich den Lumm übersehen. Macht aber nichts. Den hole ich dann halt nach. Uff, und direkt mitgenommen hier. Schön. Achso, vielleicht kann ich auch zurückgehen, aber wahrscheinlich nicht, oder? Nee, natürlich, da ist so eine Wand hochgegangen. oh Mann, ich muss nochmal zocken, ey. Elite-Truppen-Ausbildung. Gefahr. Warum? Elite-Truppen, okay. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt für Elite-Truppen kommen. Oh, da oben pennt schon wieder einer, man hört ihn schon. Schnarchen immer laute Typen, ne? Das verrät euch, Freunde. Was ist das? Ach so, genau. Man kann mit diesem Pulverfässern auch fliegen. Genauso wie ihr es gerade gesehen habt. Wurde zwar jetzt überhaupt nicht erklärt und so, aber es geht. Und das hat auch meistens eine sehr gewöhnungsbedürftige Steuerung. Aber ich habe es tatsächlich hinbekommen gerade. Ja. Aber eigentlich klappt es halt nicht. Sieht so aus. Egal. Wir haben jetzt den Käfig bekommen. Das ist das Wichtigste. Und damit kann es weitergehen. Sonst hier pennt jetzt der Kollege, oder? Ja, natürlich pennt er. Komm. Du gehst jetzt drauf. Ja, Mann. Raymond wieder mit seiner Partybox hier. Und zerstört den Typen. Cool. Okay, sehr nice. Und damit kommen wir jetzt hier rein. In die Piratenfestung. Oder? What the fuck? was war denn hier los? Da ist aber einer ein bisschen abgegangen, oder? Ja, also ich würde sagen, die Elite-Truppe hat nichts zu lachen. Oh, Clark! Du hast also all die Piraten kaputt gemacht. Nur 20 Piraten gegen dich? Die hatten keine Chance. Hallo, kleiner Freund. Eine Runde Arm drücken. Hey, du siehst nicht gut aus. Bist du verletzt? Ich muss etwas Schlimmes verschluckt haben. Zur Heilung brauche ich etwas Lebenselixier. Es befindet sich am Eingang des Sumpfes des Erwachens. An einem Ort, den man die Höhle der Albträume nennt. Vergiss den Namen nicht, sonst lässt sich die Wache nicht rein. Höhle der Albträume? Das vergesse ich nicht. Halte aus! Ich gehe in den Sumpf und hole das Elixier. Danke, kleiner Freund. Oh je, das sieht aber gar nicht gut aus. Ja, und das ist jetzt genau die Sache, die hier angesagt ist. Wir müssen Clark helfen, sonst kommen wir nicht weiter. Und das heißt, wir müssen in die Sümpfe des Erwachens. Und ja, in der entsprechenden Folge waren wir ja sogar schon mal dort. Ne? Ihr erinnert euch an die Wache, die uns gesagt hat, dass wir einen Namen kennen müssen. Und genau zu dieser Wache müssen wir jetzt eben auch wieder. Wow. Und da ist schon, ja, die Wache. Hallöchen. Der Typ ist so creepy, oder? Ich will dich deinen Gedanken. Und du wirst den Ort warm kennen. Du kannst jetzt die Höhle der Albträume betreten. Bevor ich dich hineinlasse, muss ich dich aber warnen. Ich habe einen wertvollen Schatz hier drin versteckt. Du kannst ihn haben, wenn du schneller bist als ich. Ich lasse dir einen Vorsprung, aber träume mir nicht. Kriege ich dich, dann zeige ich keine Gnade. Alter, what the fuck? Und jetzt wird eben unser Geist in die Höhle der Albträume gebracht. Und das fand ich so creepy früher. Oh mein Gott. Und ja, das ist sie, die Höhle der Albträume. Und allein die Musik ist schon gruselig und diese Geräusche, was zum Teufel. Das ist wirklich schön, ein sehr, hier diese Geräusche, Alter. Ein super creepy Level und ich finde die Idee so cool, dass du plötzlich so
aus dem Spielfluss rausgebracht wirst und jetzt einfach ein ganz anderes Level, ganz plötzlich, ohne Vorwarnung, einfach so reingesteckt wirst. Das ist so nice, oder? Also als ich das erste Mal hatte, ich war einfach komplett geflasht. Das Schicksal der Welt liegt in deiner Hand. Ja, ich weiß, Lee. Da, da. Und auch die Musik ist geil. Und Raymo, bitte springen. Ich hoffe, wir schaffen das Level in dem Part, weil es ist relativ lang. Und auch gar nicht so einfach. Dum, 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 dum. Aber wie gesagt, sau cool. Oh ja, die Stelle ist auch sau schwer, weil die Teile jetzt nämlich langsam aber sicher versinken und ich bin eh zu scheiße. Alter, das gibt's gar nicht. Also diese Geistergeräusche, ne, die ihr so im Hintergrund hört. Dieses bisschen dieses Stöhnen, richtig gut. Da, da, da. Und das sind die Grabschände. Ja, ja. Die sind uncool. Oh, und da ist ein violetter Lumm, mit dem wir hier weiterkommen. Ich verstehe. Da, 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 da. Auch die Musik ist wieder so insane gut. Ist einfach krank. Da, da. Oh. Jetzt wird's auch wieder dreist. Jetzt haben wir hier so ganz fiese Säulen, die nämlich, ja, ihr seht schon, versinken, wenn wir nicht schnell genug sind. Ja, Pech gehabt, ne? Aber wir sind natürlich immer schnell genug dabei und schaffen das. Rayman, auf geht's. Huiuiui. Also hier wird schon einiges gefordert in diesem Level. Oh nein, die Grabschände. Und von denen, die fand ich auch so creepy früher. So, vor allem, wenn die dich erwischt haben, dann ziehen die dich einfach in die Wand rein. So, die erwürgen dich dann einfach. Das ist so brutal. Oh, und genau, hier haben wir jetzt schon eine Wand, die sich nämlich bewegt. Das heißt, man muss schnell genug sein. Und sich den Lumm noch schnappen. Ja, da war ich zu langsam. Beziehungsweise, ich habe halt den Lumm geholt. Man kann nicht alles haben. Na, 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 na. Ah, ist auch so eine coole Atmosphäre mit der Musik. Also stellt euch mal vor, die würden das Spiel nochmal einfach nur remaken. Aber wenn sie schon kein neues Rayman-Spiel rausbringen, wenn sie das remaken würden. Mit kranker Grafik und so. Es könnte, glaube ich, schon ziemlich cool sein. Noch, also noch cooler. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich cooler wäre als dieser Originaltitel. Weil da ist natürlich schon auch irgendwie einfach nice so in diesem. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der Charme danach verloren gehen würde. Was? Wo kommt ihr her? Ich dachte, ihr seid tot. Uah, das sind Mini-Janos. Saugefährliche Gegner auch. Ich glaube, das war's jetzt. Wirklich. Ja, keine schönen Gegner. Okay, ja. Und wir haben wieder eine von den Leuchtkugeln. Und jetzt geht's erst richtig los mit dem Level. Das war jetzt quasi die Einleitung. Oh, und jetzt kommen wir hier in den Hauptbereich. Ja, ist so ähnlich wie im letzten Level. Da gab's ja auch diese beiden Kugeln. Die gibt's jetzt hier auch. Und es gibt einen unendlichen Lumm-Spawner. Und auch diese Lumm, nicht Lumm, sondern diese... Diese Würmer fand ich früher so creepy. Ich hab die gehasst, wirklich. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die beiden Kugeln kriegen, ne? Ja, schauen wir mal, ob wir die hier finden. Oder ob wir zumindest ein bisschen fündig werden können. So, ich gebe mir Mühe, nicht daneben zu springen. Aha. Ja, wir müssen kurz warten. Das ist nämlich auch ganz schön dreist hier in diesen komischen... Platzen, die sich so blöd bewegen. Die Böden sind einfach aus Dornen. Ist ja auch so, ja. Ist schon klar irgendwie. Okay, aber da vorne ist die erste Kugel. Jetzt müssen wir sie nur noch ans Ziel bringen. Ich glaube, das ist nämlich gar nicht. Ja, sagen wir mal so, leichter gesagt als getan. Kann ich es einfach hinwerfen? Ja, vielleicht. Ja, ja. Jetzt vielleicht. Ah, das sieht gut aus. Sehr schön. Ja, wieder gut getroffen. Sehr nice. Oh, da rum sind noch Lumms. Die hatte ich fast übersehen. Drei Stück, die brauchen wir natürlich. Genau, jetzt müssen wir die Kugel zuerst darüber schießen, ne? Und dann von dort aus zum Ende, glaube ich. Und jetzt können wir sie darüber knallen und dann haben wir es nämlich. Yo. Und Kugel Nummer 1 ist abgeliefert. Perfekt.
wird es also Zeit für Kugel Nummer 2. Und der Weg ist, finde ich, der ein bisschen gechilltere, weil man hier nicht so nervig zielen muss. Ist halt auf eine andere Art und Weise schwierig, weil man hier halt so eine Art Parcours erstmal machen muss. Aber ich mag den irgendwie mehr. Ja, deswegen habe ich mir den auch bis zum ja, Schluss aufgehoben. Oh ja, das ist nämlich fies. Die gehen nämlich wieder auseinander, ja, ja. Man kann es auch so schaffen, aber wenn man sich halt davon verarschen lässt oder das nicht weiß, ist halt blöd, ne? Also, Jump'n'Run-technisch ist die Seite auf jeden Fall die schwierigere. Nein, bitte, bitte, ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Das fuckt so ab. So, erstmal die Würmer dann machen, das ist eigentlich eine gute Idee, weil dann hat man keine Gefahr, dass die einen irgendwie runterschubsen oder solche dreisten Sachen, ne? Das muss nicht sein. Wow, das war auch sehr knapp. Junge. Nein, nein! Oh, ich habe wieder fast den falschen Knopf gedrückt. Also, ich habe den falschen Knopf gedrückt, aber ich konnte es noch irgendwie retten. Ja, das ist schon fies. Hälfte der Lums. Wow. Das war auch fies. So, jetzt haben wir hier wieder die andere Kugel, aber die ist halt wesentlich kürzer hier, der Weg. Weil man muss nur einmal so rüber und dann darüber und da hat man es eigentlich schon. Also, das ist echt entspannt. Nur diese Kackgeräusche. Was ist das für Geister, ey? Stöhnen so rum die ganze Zeit. Ist schon klar. So, die Nummer 2 ist auch aktiv. Und damit können wir jetzt in Janus Fresse reinspringen. Also es ist ja so eine Art Janus-Statue, oder? Zumindest für mich. Und damit geht's in den nächsten Bereich des Levels. Und der ist auch extrem creepy. Oh, man hört schon so ganz komische Geräusche irgendwie. Und jetzt geht's ab. Passt auf, Freunde. Wir gehen hier ganz entspannt lang und da ist er. Deine Reise endet hier. Ja. Und jetzt, Janu will uns einfach. Ihr seht es, Janu frisst uns einfach. Das ist so krank, oder? Ich meine, what the fuck? Der Typ will uns einfach fressen. Ich meine, die Idee ist natürlich richtig geil, aber es ist halt schon sehr creepy. Und da waren 5 Ballonen. Den brauchen wir, aber ich mache kurz weiter, weil ich nicht weiß, ob noch was kommt. Ja, warte mal. Komm, ess mich, Janu. Hallo, iss der mich mal. So, jetzt. Ja, es gibt halt nicht viele Lums hier. Wir müssen deswegen alles kriegen sofort. Ist halt sauschwer, aber ja. Wir brauchen die Lums. Aber ich finde es so cool in dieser Verfolgungsjagd, auch wenn es echt, wie gesagt, schon krass ist irgendwie. Ich meine, Janu will uns einfach fressen und so, ist schon klar. Ich geh jetzt mal hier lang. Da ist der Lum, da ist der Lum. Nein, du hast ihn nicht bekommen, Rayman, du Lappen. Hm, nee, da war kein Lum mehr. Ich hab den anscheinend schon eingesammelt. Also war definitiv kein Lum. Da ist einer. Aber mir fehlen noch 5. Aber da waren keine Lums mehr. Also, entweder sind die despawned oder keine Ahnung. Ganz komisch. Naja, jetzt kommt noch der Bosskampf gegen ihn, Leute. Ah. So, und wir müssen nämlich... Der Bosskampf ist nicht so einfach. Ich hab's schon verkackt eigentlich. Genau, es besteht daraus, dass man hier immer sich beeilen muss. Und diese Totenköpfe, die er nämlich schießt, die muss man, ihr seht's ja, so abballern und dann zu ihm hinspringen und ja, das machen. Ja, ich frag mich gerade echt, was mit den Dings ist, weil irgendwie ist blöd, oder? Also, da konnte ich jetzt nichts machen. Das ist echt schade. Tadam. So, eigentlich reichen nämlich 2 Stück locker und dann kommen wir jetzt in Duli. So, macht er wieder Tump? Ja, Tump, Tump. Das ist aber die Tump-Attacke. Tump. Ja, da ist er, der große Magier. Ich finde es so witzig, dass der hier so viel größer erscheint, ne? Also vorhin in dem Sumpf der Albträume, da war er doch viel kleiner, oder? Und jetzt ist er, schaut mal, wie groß der ist im Verhältnis zu Rayman. Das ist so viel größer. Finde ich schon irgendwie witzig, dass hier die Größenverhältnisse so anders sind. Ich frage mich, woran das liegt. Ist es daran, dass wir quasi im Traum sind, oder... Ja, man weiß es nicht so ganz, ne? Das ist eine gute Frage. Oh nein, da ist noch ein Lum. Nein, wir haben es noch nicht verkackt.
Ja! Oh, das freut mich jetzt. Dachte ich, ich muss nochmal spielen, aber dann haben wir es doch. So, ja, das jetzt wird ziemlich schon echt schwierig langsam. Weil er so viele von diesen Köpfen schießt und wir müssen unbedingt abhauen. Jetzt macht er wieder seinen Tump. Das ist jetzt auch echt sauschwer leider. Kacke, er hat mich, glaube ich. Nein, oh, war es knapp. Nein, seht ihr, er hat. Oh, das ist so fies. Dann schubst er ihn nämlich runter. Aber wir haben alle Lums, wir haben alle Lums. Hallo, machst du noch einen? Okay, mach keinen mehr. Dann schaffe ich den Sprung, hoffe ich mal. Ja. Okay, jetzt kommt noch die krasseste Phase. Weil es jetzt wieder so ein ganz langer Abgrund ist. Oh, oh, das könnte zu knapp sein. Boah, das war sau knapp. So, jetzt müssen wir noch warten. Ich meine, was richtig fies wäre, wenn er jetzt nochmal einen Tomp machen würde. Das macht er zum Glück nicht. So, jetzt müssten wir es aber eigentlich haben. Ja, jetzt haben wir es. Das war's. Boah, aber ich finde es echt nicht so leicht. Puh. Aber es ist geschafft, Leute. Wir haben Jano, so heißt der Typ nämlich. Das ist der Zauberer, Jano. Wir haben ihn besiegt. Und das Rennen gewonnen. Und oh, da ist der Schatz, den er versprochen hat. Ja. Unglaublich. Das ist Gold. Und da ist noch eine Münze. Da ist Jano erschienen. Du hast mich besiegt. Mein Schatz gehört dir. Nimm, was immer du willst. Oha. Tja, jetzt können wir auswählen. Wollen wir den Schatz oder wollen wir ihn nicht haben? Und natürlich ist das Janos letzte Prüfung an uns, ja. Der Typ ist natürlich ein fieser Sack. Und er hat schon im Kampf verloren. Jetzt möchte er noch versuchen, uns zu bestechen. Das heißt zu bestechen, aber um uns irgendwie... ja, wegzulocken. Wir möchten natürlich eigentlich das Elixier des Lebens. Also sollten wir natürlich eigentlich sofort sagen, wir wollen den Schatz nicht. Ja, wir wollen natürlich nicht so materiell sein. Aber einfach just for the lols, um es euch zu zeigen, ne? Mache ich jetzt natürlich das mal. Tag, die goldenen Augen sind auch so geil. Und da passiert nämlich das hier. Wir werden auf einer einsamen Insel gebeamt. The End. Und ja, Raymond ist halt hart am Chillen mit seinem ganzen Geld. Also ist ganz witzig eigentlich. Deswegen, wir wollen natürlich keinen Schatz haben. Und dann passiert das. Oh. Wir werden aus unserer Gedankenspirale herausgerissen, ne? Befreit. Und sind zurück. Hey, aufwachen, Mann. Du bist nicht in die Falle getappt. Du hast das verdient. Hier, nimm. Das Elixier des Lebens. Pass gut darauf auf. Dankeschön. Wenn man so mit da rumläuft. Geil. Ja, Guys. Das war die Höhle der Albträume. Ein cooles Level. Der Part ist jetzt sicherlich schon sehr, sehr lang. Deswegen würde ich ihn jetzt an der Stelle schleunigst beenden. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann Clark das Elixier des Lebens geben und hoffentlich in den Manny-Hügeln weiterkommen. Also bis dann, haut rein und einen schönen Abend noch.